Jo Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es so eine Reaction Real Talk Video, wo ich einfach mal drauf eingehe, was Yo Olli betrifft. Denn ich finde es eine Schande von YouTube, wie so ein Typ wieder seinen Account zurückkriegt. Jetzt viele von euch wissen es vielleicht schon, viele vielleicht aber auch nicht. Ja, Yo Olli wurde gestern um 17 Uhr 27.12.2018 gesperrt. Daraufhin gab es schon ein paar Leute, die gefeiert haben, Reportagen im Livestream mit mir. Tatsächlich aber haben wir uns zu früh gefreut, denn irgendwie hat dieser Pedo-Olli seinen Account zurückgekriegt. Ich frage mich wie und ich frage mich, warum YouTube so einen Account wieder rausgeben kann. Es tut mir leid, aber mit solchen Thumbnails, die der Typ hier drinne hat, auf seinem, nicht mal hier drinne, auf seinem YouTube-Channel hat und die öffentlich hat, müsste YouTube eigentlich schon selber sagen, nein, Mann, so einen Typen unterstützen wir nicht, so einen Typen kann oder wird von uns nicht unterstützt. Es ist einfach, es ist zu peinlich, Entschuldigung. Es tut mir wirklich leid an YouTube. Warum ich so ein Video mache? Ganz einfach. Ich mache dieses Video, das in der Hoffnung, dass das ein paar Leute sehen werden, vielleicht sogar auch ein etwas größerer YouTuber, der ein bisschen mehr Leute erreichen kann als ich, der ein paar Abos mehr hat und dass Yo Olli endlich mal von dieser Plattform verschwindet. Es kann nicht sein, tatsächlich. Es kann echt nicht sein. Ich meine, wenn ich ein Video mache, es ist jetzt ein dummer Vergleich, für mich sind 1000 verdammt viele Abonnenten, im Gegensatz zu anderen Leuten, wie jetzt Julian Bam, ist ein blödes Beispiel, ich weiß es selber, er hat 5 Millionen, wenn ich jetzt ein Video mache, erreiche ich 100, vielleicht bis 200, vielleicht bis 50, 100, 200 Leute, so um das herum. Wenn jetzt aber so ein größerer YouTuber, Simon Unge, Reportagen, ich möchte seinen Namen nicht falsch aussprechen, mal zur Hilfe, auf jeden Fall ist er verlinkt, wenn die weiterhin Videos gegen ihn machen. Klar, Promotion ist Promotion, das stimmt. Aber auch wenn es negative Promotion ist, aber trotzdem, so ein Typ, darf ich auf YouTube bleiben? Und wenn man jetzt sagt, ja, man darf ihm keine Aufmerksamkeit mehr schenken, er wird seine Videos trotzdem machen. Es wird geklickt. Es wird tatsächlich geklickt. 30.000, 40.000, 50.000 Aufrufe haben seine Videos. Und wenn man so einfach sagt, ja gut, wir haben jetzt alles gemacht, nein, man kann dann noch easy weitermachen. Okay, vielleicht, klar, ich werde auch nichts mehr zu ihm machen, weil ich nicht auf seinem Niveau bleiben will. Aber trotzdem, dieses eine Video will ich doch gegen ihn machen und einfach zeigen, dass YouTube da einen Scheiß macht. Entschuldigung, man kann so einen Kanal nicht ins Leben rufen. Also wieder zurück ins Leben rufen. Ja, und er hat einen Song rausgehauen. Wir hören uns mal die Vor-Promotion an, ein Video, das er vor dem Release gemacht hat, vor dem Video. Wir hören uns das mal an, weil das war auch schon richtig komisch. Hey, yo, Freunde, Eskalation. Ach, und yo, Olli, wenn du das siehst, wo ist deine YouTube-Serie? Es haben schon viele YouTuber darauf ein Video gemacht, wie FireGolden zum Beispiel, dass du deinen Kanal löschen musst, um bei YouTube Red mitzumachen oder deine eigene Serie zu kriegen. Dann müsste ja PewDiePie mit seinen 70 Millionen Abonnenten seinen Kanal auch gelöscht haben. Oder Laser. Hätte es auch löschen müssen. Das stimmt also nicht, du kleiner Lügner. Haben leider viel zu wenige gesagt oder glaube ich gar keiner. Ich habe mir ein paar Videos reingezogen, wo die das kritisiert haben von Yo Olli. Hat keiner eigentlich leider gesagt, weil sonst bist du ja ein PewDiePie, der größte YouTuber von der Welt, seinen Kanal auch gelöscht haben. Aber das geht ja einfach nicht. Also, hören Sie uns mal an. Hey, yo, Freunde, Eskalation, jetzt gleich kommt ein Hit. Nein. Ein Banger, aber wir sind ja nicht bei Banger Musik. Selber produziert, selber Lyrics geschrieben, selber aufgenommen, selber abgemischt, selber gemastert. Selber die Cover gemacht, die Art. So, er sagt das jetzt zum ersten Mal, dass er das selber produziert hat. Wenn man jetzt aber logisch
überlegt. Wenn er sagt, er hat selber produziert, kann man eigentlich davon ausgehen, dass er alles alleine gemacht hat. Außer gut, vielleicht ein Musikvideo, okay. Aber das kann man da auch erwähnen. Aber man muss sich erwähnen, das Lied habe ich selbst geschrieben. Den Beat habe ich auch selbst geschrieben. Video habe ich auch selbst geschnitten. Das Video, was kann ich noch sagen? Das ist richtig. Ach ja. Ach nee, komm, lass einfach sein. Lass einfach nackt ein bisschen so machen, das passt schon. Jetzt gleich kommt ein Hit. Ey, zum zweiten Mal? Übertrieben meinen neuen Hit. Nein, werde ich dich nicht. Also, ich setze mir einen nochmal. Ist ein Brett geworden. Verbreitet den Song kostenlos, ladet euch runter. Ich habe selber produziert. Ich habe nochmal dran. Ich habe keinen Beatmaker oder so, keinen Produzenten. Ich habe alles selber gemacht. Ladet euch das runter. Ich habe die Rechte dran. Ich habe produziert. Was kann ich noch sagen? Pumpt es, wo ihr wollt, gönnt euch meinen neuen Hit, kommt gleich, Yo Oli Hotel, Brett. Passt schon, Digga. So. Hey. So, ich hab's mir schon angehört, beide Videos, deswegen ist das auch ein bisschen hier am Laufen. Das ist jetzt ein Musikvideo. Yo Oli Hotel, produced by Yo Oli, steht natürlich wieder im Titel. Rede nicht viel, seh nur mein Ziel, ey, nehme sie auseinander, zusammen oder nacheinander, ey, sie bringt ihre Beste, ey, sie sind meine Gäste, ey, sie kommen in mein Hotel, ey, sie kommen sehr schnell, ey, ah, fuck. Hotel. WhatsApp. Letzte Woche andere Stadt, dann noch im Motel, Deutschland, vor 2 Jahren schlief ich noch im Hostel, 2 Jahre her, hast du deine Tage, nein? Dann komm schnell. Go, go, go. Ich rede nicht oft oder viel. Ich tu's lieber, als dass ich spreche. Tu's. Sie reden viel zu viel. Das, was ich direkt vergesse. Direkt. Mach mir nichts was raus. Was ich direkt nicht. Vergesse. Nichts aus großen Versprechen. Niemals. Komm jetzt groß raus. Groß. Zu viel Zeit abgesessen. Ey, rede nicht viel. Seh nur mein Ziel. Ey, nehme sie auseinander. Brrr. Zusammen. Was für ein Ziel, gebannt zu werden auf YouTube? Geiles Ziel. Oder nacheinander. Ey, sie bringt ihre Beste. Ey, sie sind meine Gäste. Ey, sie kommen in mein Hotel. Ey. Sie kommen sehr schnell. Knallt jetzt den Chicks in 2 Wochen, ein Drittel vergeben, so ist das Leben. Knallt mehr Chicks als du im ganzen Leben, du wirst es nie erleben. Yo. Ich möchte auch nicht kleine Kinder belästigen. Aber das möchte ich eigentlich wirklich nie erleben und auch nie machen. Nicht so wie Olli lebt den Kapitalismus. Ja, Olli kennt den Algorithmus. Ja, Olli weiß, wie den Algorithmus kleine Kinder zu verschleppen, du. Ich gehe gar nicht mehr im Diskurs. Hab von deiner Freundin jetzt viele Kratzer. In 1,5 Jahren 300.000 ist machbar. Presse. In 1,5 Jahren ist viel machbar. 300.000 zu knacken. Kleine Kinder zu belästigen. Und seinen Kanal sperren zu lassen. Das ist alles möglich in 1,5 Jahren. Die stimmt. Sonne aus, so wie Entsafter. Wup, wup. Wup, 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 wup. Ey, rede nicht viel. Seh nur mein Ziel. Ey, nehme sie auseinander. Brrr. Zusammen oder nacheinander. Ey, sie bringt ihre Beste. Ey, sie sind meine Gäste. Ey, sie kommen in mein Hotel. Ey, sie kommen sehr schnell. Ich verrate nicht viel, ich beobachte die Märkte. Der Clevere gewinnt das, was ich schon früh merkte. 5 Chicks, die ich letzte Woche klärte. Hab nicht viel Zeit, sie wussten, sondern dass ich sie ihnen erklärte. Ich rede nicht oft oder viel. Ich tu's lieber, als dass ich spreche. Tu's. Sie reden viel zu viel. Das, was ich direkt vergesse. Direkt. Mach mir nichts draus. Nichts. Nichts aus großem Versprechen. Niemals. Komm jetzt groß raus. Groß. Zu viel Zeit abgesessen. Ey, rede nicht viel. Seh nur mein Ziel. Ey, nehme sie auseinander. Brrr. Zusammen oder nacheinander. Ey, sie bringt ihre Beste. Ey, sie sind meine Gäste. Ey, sie kommen in mein Hotel. Ey, sie kommen sehr schnell. Ey, rede nicht viel. Seh nur mein Ziel. Ey, nehme sie auseinander. Brrr. Zusammen oder nacheinander. Ey, sie bringt ihre Beste. Ey, sie sind meine Gäste. Ey, sie kommen in mein Hotel. Ey, sie kommen. Ich glaube, wir haben alle genug gehört von diesem Song.
Es singt tatsächlich die Line 100 Mal durch. Hat er irgendwas noch in der Firma auf Snapchat? Nope, das zeige ich euch mal jetzt nicht. Letztes Video auch nicht. Wenn du das hier liest, kommentiere Team Olli. Daumen hoch, wenn dir das Video gefallen hat. Passt schon. Abonniere. Ja, das hat sich ganz schnell mal geklärt. Ich wollte eigentlich den Lyrics anschauen, aber passt schon. Naja. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da. Ihr könnt mich gerne auch abonnieren. Ich lade Gaming- und Reaction-Videos hoch. Und teilt dieses Video mit euren Kollegen, Kolleginnen. Denn ich möchte, dass es ein bisschen Aufsehen kriegt. Und dass vielleicht ein paar größere YouTuber auch dazu noch ein Video machen. Wie schrecklich das eigentlich ist von mir, Olli. Also dann würde ich sagen, haut rein, tschö, mit euch.